toll, jetzt sitzen wir wieder allein hier. Ja. Dieser Jesus-Typ, das war doch alles nicht real, alles nur Gerede. Ja, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, das hat alles noch irgendwas zu bedeuten. Und was, bitteschön? Ich meine, der wurde immerhin rechtskräftig verurteilt. Irgendwas war doch mit dem nicht in Ordnung. Der wurde hier abgeführt. Meistens ist dann auch irgendetwas dran. Das Ganze ist mir eh viel zu philosophisch. Sag mal, hört ihr euch eigentlich reden? Hört ihr euch zu? Das war doch nicht irgendwer. Wir haben gehört, Gottes Sohn und für die Fehler von anderen verurteilt. Und Leute, so schwer mir das fällt, aber wir sind schuld gewesen. Und am Ende ist er ermordet. Ja, aber genau das ist doch das Problem. Er ist tot. Das wirkt für mich nicht sonderlich souverän. Nicht souverän? Es gibt ja wohl nichts Souveräneres als diese Selbstlosigkeit. Ich meine, er ist für dich und für mich gestorben und für uns alle. Ich weiß nicht, wie es mit euch steht, aber ich bin dankbar. Diese Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Jesus. Aber Jesus, was hat das zu bedeuten? Ganz einfach. Du erinnerst dich doch, vor 2 Tagen habe ich dir vorgeschlagen, dass wir Leben tauschen. Ich würde deine Probleme und deine Versagen auf mich nehmen und du könntest mein Leben haben, frei von solchen Dingen. Ja, ich erinnere mich, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Nur zu, mach dir keine Sorgen. Siehst du diese Wunden? Dadurch habe ich dein Versagen eh schon auf mich genommen. Und was unverzeihlich war, habe ich verzeihbar gemacht. Mit meiner Auferstehung habe ich es alles besiegt. Und die Frage ist nicht mehr, ob ich dein Leben haben möchte, sondern ob du meins möchtest. Ja. Ja, ich will das. Dann sei jetzt frei. Und ihr erzählt es weiter. Jedem, den ihr kennt. Denn was ich für euch getan habe, habe ich für jeden getan. Damit jeder, der möchte, dieses Leben haben kann, was ich ihm ermögliche. Seitdem ich mit Jesus unterwegs bin, ist alles anders. Ich sage nicht, dass es immer leicht ist. Die Versuchung ist definitiv noch da. Und es ist manchmal echt schwierig. Aber er hilft mir dadurch. Mit ihm kann ich es schaffen. Und es geht vorwärts. Und ich bin ihm so unglaublich dankbar. Jesus hat mein Leben verändert. Die Sprüche, die kommen zwar immer noch, aber damit komme ich klar. Weil Jesus mir gezeigt hat, wer ich wirklich bin. Er hat mir meine Identität gezeigt. Und ich habe keine Angst mehr. Wer hätte das gedacht? Es kommt nicht darauf an, was man hat, sondern wer man ist. Und das habe ich kennengelernt. Durch Jesus. Er hat mir gezeigt, dass ich jemand bin. Er hat jemand Neuen aus mir gemacht. Und das verändert mich. Und die Menschen um mich herum merken es. Meine Familie, meine Freunde im Business. Okay, das ist nicht immer leicht dort, aber richtig oder falsch definiert sich nicht über leicht oder schwer. Es ist einfach richtig. Und ich bin glücklich, weil ich weiß, Jesus macht jemanden aus mir. Ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten. Ich bin so froh und dankbar, dass ich Jesus kennengelernt habe. Ich bin jetzt nicht mehr einsam. Und wenn dieses Einsamkeitsgefühl kommt, dann weiß ich einfach, dass das nicht stimmt. Es ist einfach Fakt, ich bin nicht mehr alleine. Ich habe Jesus kennengelernt. Und dadurch hat sich so einiges verändert. Ich fühle mich so befreit, so gelassen. Die ganzen Partys brauche ich jetzt auch nicht mehr. Durch Jesus weiß ich, wer ich wirklich bin und dass ich genug bin. Ob sich was getan hat? Auf jeden Fall ganz viel in mir. Ich bin irgendwie ruhiger, der Tag ist anders. Also ich kann endlich der Mann für meine Frau sein, den sie verdient. An diesem Jesus ist wirklich was dran. Come on, lass uns nochmal zusammen aufstehen. Lass uns diesen Gott groß machen. Ey.
just